Ja, für uns ist die Nacht die Wissenschaft immer ein toller Anlass, den Menschen mal hinter die Kulissen schauen zu lassen. Weil wir das ganze Jahr forschen und jetzt mal zeigen können, was wir so tun und wozu man es nutzen kann und was die Menschheit gänzlich davon hat. Die Nacht der Wissenschaft in Kaiserslautern finde ich deshalb so interessant, weil Kaiserslautern die Wissenschaft, die Forschung und die Technologie den Bürgern nahe bringt und erlebbar macht. Die Nacht der Wissenschaft ist mittlerweile Tradition in Kaiserslautern. Und es ist eine wichtige Veranstaltung, weil sie Einblick gibt darin, womit Wissenschaft sich beschäftigt. Wissenschaft ist natürlich wichtig, das wissen wir abstrakt. Sie ist wichtig für Innovationen, sie ist wichtig für unsere Wirtschaft, für den Wohlstand, für die Zukunft. Aber es ist auch wichtig, dass die Menschen Einblick gewinnen, mit welchen Themen sich Wissenschaft beschäftigt, mit welchen Methoden sie arbeitet. Und die Nacht der Wissenschaft zeigt aus sehr vielen verschiedenen Bereichen ganz unterschiedliche Beispiele für Wissenschaft zum Anfassen, zum Erleben, zum Begreifen. Die lange Nacht, die Wissenschaft wird ihrem Anspruch gerecht, die Bevölkerung in Kaiserslautern über das zu informieren, was in der Wissenschaftsmeile, das heißt an den Instituten, an der Technischen Universität Kaiserslautern, an der Hochschule, an Wissenschaft vorangetrieben und entwickelt wird. Das Thema Digitalisierung, das das Schwerpunktthema dieses Jahres bildet, halte ich für gut gewählt, denn Digitalisierung ist sicherlich die zentrale Kompetenz, die alle gesellschaftlichen Bereiche, alle Branchen fundamental verändern wird. Es ist klar zu erkennen, und die Wissenschaft zeigt das auch sehr deutlich, dass Kaiserslautern in diesem Thema sehr gut positioniert ist. Die Nacht der Wissenschaft ist toll, weil wir in Kaiserslautern zeigen können, was wir alles können. Von Seiten der Wissenschaft, von Seiten der Wirtschaft, von Seiten der Verwaltung, von Seiten den Stadtwerken, von eigentlich allen, die hier in Kaiserslautern tätig sind. Jetzt, Zottler. Das, was man hier erfahren kann, ist einzigartig für Kaiserslautern. Und das ist das, was ich meine Heimatstadt liebe.